Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nier Replicant, das Remaster. Ja, in der letzten Folge oder in den letzten Folgen hatte ich einen Download gestartet gehabt. Während ich erzähle, laufe ich einfach mal schon mal herum und sammle so ein paar Items ein, die hier rumliegen. Kann man ja nie genug haben. Schauen, ob hier was rumsteht. So, und eben stand da, dass ich über diese Waffen und Kleidungsstücke verfügen kann. Und siehe da, unter Waffen haben wir Tugendvertrag und grausamer Schwur. Tugendvertrag sollte man eigentlich kennen, wenn man den Nachfolger gespielt hat. Nier Automata, Automata. Sieht schon cool aus. Ich hätte es aber cooler gefunden, wenn er dadurch dann auch das Angriffsmuster übernommen hätte. Also ist immer noch das gleiche Angriffsmuster, ist aber nicht schlimm. Ist nichts Schlimmes. So, das ist Tugendvertrag und das hier ist grausamer Schwur. Yeah. Sieht auch cool aus, muss ich ehrlich sagen. Die sind auch nicht so OP, habe ich auch gerade gesehen. Also hier, wir haben 123, dafür bei Magiestärke höher. Und hier ist halt die Angriffsstärke höher und es ist vom Gewicht her mittel. Also selbst wenn wir die Waffen nutzen würden, was ich nicht tun werde, wäre es nicht so schlimm. Pott übermittelte dem Commander folgendes: Einsatz abgeschlossen, Zerstörung des Ziels bestätigt. Nach Bergung der Überreste kehre ich zum Bunker zurück. Ende. Und hier? Und hier? Ich starte deine Boost-Sequenz. Während du vor mir liegst, spreche ich dich an. Ich möchte dich noch etwas schlafen lassen, aber ich habe meine Befehle. Okay. So, was wollte ich sagen? Ich habe den Faden verloren. Aber nicht schlimm. Vielleicht benutzen wir ja die Schwerter noch. Mal schauen. Ich finde es aber zumal schon mal sehr schön, dass die nicht OP sind. Das hätte mich so ein bisschen gestört. Weil das finde ich dann immer blöd, wenn du dann eine Waffe hast, nur weil es ein DLC ist, dass es dann overpowered sein muss. Daher. Ich finde es doof. Das. Ach! Ich bin so dumm. Ich kann das jetzt überall reinstecken? Ich dachte, es ist nur einmal nutzbar. Wisst ihr, was ich meine? Das ist cool. Ich könnte das also jetzt in jede Waffe reinstecken. Hier ändert sich nichts. Schade. Okay. Gut. Wieder was dazugelernt. So. Der Typi da hatte ja die Quest noch mit dem zerbrechlichen Gegenstand. Ich versuche das noch einmal. So, das hatten wir ja schon mal. Also wir dürfen nicht rollen. Und wir dürfen nicht getroffen werden. Ah, was für eine tolle Quest. Ganz toll. Ah, schönes Spiel. Also wirklich jedem, der solche Spiele mag, kann ich es herzlich empfehlen. Ich hasse Fetch Quests, muss man auch noch sagen. Das heißt, ich werde auch nicht alle Quests machen. Ich darf nicht rollen. Das ist so ärgerlich. Darf ich aber springen? Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich reiten darf. Ich habe keine Ahnung, ob ich auf einem Wildschwein reiten darf oder nicht. Daher gehe ich kein Risiko ein. Zurück können wir ja dann auf einem Wildschwein reiten.
Ja, so diese Fetch-Quests, die sind nicht so meins, muss ich ehrlich gestehen. Ich hasse das eigentlich in Spielen immer. Bringe mir 3 Eier oder das. Wenn die so auf dem Weg liegen, ist es ja in Ordnung. Aber wenn ich dann dafür extra weite Strecken laufen muss. Hier bin ich einfach neugierig, was mir diese Quests bringen. Also wie viel Kohle, besser gesagt. Weil wir hatten jetzt schon einige Quests, die haben mir einfach sehr viel Kohle gebracht. Manche einfach gefühlt gar nicht. Manche waren witzig. Die zum Beispiel mit, ich nenne sie jetzt Johanna, ist mir egal. Mit Johanna fand ich es am witzigsten. Mit dem Eintopf. Da sind Fledermäuse. Da sind jetzt Fledermäuse. Die waren vorher nicht. Fledermauszahn, okay. Fledermauszahn. Und nochmal Fledermauszahn. Cool. So, wie war das? Ich muss nur über die Brücke laufen. Und dann oben gleich die Treppe rauf. Silbererz. So. Also jeder, der so ein bisschen eher seichteres Gameplay mag, ich sag's jetzt mal so, also ich habe mehr gedacht, dass es so wird wie im Nachfolger, muss ich ehrlich gestehen, dass es kampflastiger ist. Vielleicht ändert sich's ja noch, vielleicht wird's ja noch richtig hardcore-kämpferisch. Bis jetzt hält sich's noch im Rahmen, was Kampf betrifft. This village is done for. Those damn shades. So. Da einfach nur hoch und dann sind wir schon da. Hello, sir. Me? Yes, fine. Just leave it and go. Okay then. I'll just leave it right here. Guess that counts as him accepting it. I'll go tell the client we're done. Okay. Zurück müssen wir ja so oder so. Den Sprung, schafft er den? Soll ich es mal probieren? Nein, schafft er nicht. Oh, wir haben dafür Leben verloren. Das ist ja... Das ist Kacke. So, aber das sollte jetzt klappen. So, schön mal abgekürzt. Ja, so bis jetzt, atmosphärisch und so, ist es wunderschön. Also auch mit der Musik, oh, Wahnsinn. Das Einzige ist, ich habe gedacht, dass es mehr Kampf gibt. Und dass man so die Pattern von den Gegnern eher sieht. Also im Nachfolger haben sich ja die Gegner, also die Angriffe angekündigt mit diesen rot leuchtenden Augen oder... Das starke Ausholen, Leuchten und... Also war ja schon ein bisschen anders. Hier ist es mehr so... Ja, man muss das kennen. Man muss das Angriffsmuster kennen. Heute hat Barry Geburtstag, aber er ist nicht hier. Daher habe ich einfach alleine gefeiert. Oh. Und zack. Bam, bam. Entschuldigung, Schäfchen. Das macht aber zu sehr Spaß. So. So.
Auftrag erfüllt. Ich wollte nur wissen, was es da gibt. Das hat mich so neugierig gemacht. Und ich war. Ist die gerade im Ladebildschirm runtergefallen? Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Das war ja geil. Geil. Voll auf die Fresse geflogen. So. We're all set with your delivery. Appreciate it. Hope everything went smooth. He can be a little weird to strangers, but he's a good guy at heart. Anyway, I've got a little something. 1400. Für die Ekelquest gab's so wenig, ja? Großes Ei. Oh. Ach, wir sollen zu Popola, oder? Arzneikraut. So. Die Ladebildschirme nerven. Ich frag mich, ob das auf der Series X auch so nervig ist. Oder ob da das Laden schneller erfolgt, weil es ja auf einer SSD ist. Also ich habe es auch auf einer SSD, aber halt auf einer externen SSD. Da ist ja dann der USB-Anschluss, der Flaschenhals. Hey, I brought a letter for you. Oh, thanks. Oh dear. What's wrong? Wir haben den Brief gelesen, wir wissen, was drin steht. It's from the mayor of Seafront. He says that a horde of shades have appeared in the area. That's not good. My weapon was practically useless against the giant shade we fought there. I wish there was some way to strengthen my weapon. You know, there's a little shop at the entrance to the junk heap that might be able to help. If you bring them materials, they should be able to use them to enhance your weapon. Interesting. Guess I'll check it out. Oh, but it won't be free, you know. I figure you'll need around 1,000 gold or so. 1,000 gold? If you need money, try visiting the tavern. That's usually where people go when they're looking to hire someone. Good advice. Da ist nichts. Okay. So. Oh, Schadensbericht. Die Mauer von Jericho ist eingestürzt. 5000 tot geglaubt. Was war? Was? Might as well check out the tavern. Was war das? Ich dachte, das wäre wieder so ein 0815-Eintrag. Ein Tagebuch von Johanna. Aber das war so ein Bericht aus der Gegenwart? Das bestätigt meine Theorie. Dass alles gerade zeitgleich abläuft. Vielleicht läuft das gerade alles auch im Kopf von Johanna ab. Wer weiß das schon? Oh, hier ist noch eine neue Mission. Excuse me, but can you help me deliver a large serving tray? I'd be happy to. Wonderful. Just take it to the tavern, okay? Oh, and make sure not to jump around or fall over. Also ich darf nicht springen und nicht rollen. Ja. Oh Gott. Hey, do you have? I'll make the time. What's going on? I was hoping you could go to the Eyrie and get an eagle egg for- Oh ho. It sounds as if someone is brewing up another batch of medicine for an- I sure am. You're pretty smart, Vicey. Vicey? The Eyrie is full of shades, so you're the only ones I can ask. Come on, Vicey. Let's get moving. Hey there. Wanna let a girl buy you a drink? I'm not old enough to drink, Devila. Also, isn't it morning? When the sun never sets, what difference does it make? Never mind. You'll understand when you get older. Naja, trinken darf er schon. Er hat keine Eltern. Also mit Eltern darf man, glaube ich, ab 14 in Begleitung. Also mit Erlaubnis der Eltern und der Aufsicht der Eltern darf man in Deutschland ab 14 Jahren schon trinken. Wohlgemerkt. It's the nerve center of the whole village. Folks come here to relax or swap stories or even look for work. Come back whenever you have a free minute. So, wir dürfen immer noch nicht springen.
Und wir haben diese zerbrechliche Lieferung, die sollen wir in der Taverne von... in der Taverne abgeben, aber ich weiß nicht mehr in welcher. Adlerschwingen. Meeresfront. Und das ist wo? Hohen, windigen Orten zu finden. Wir gehen erstmal zur Meeresfront. Bevor diese Lieferung kaputt geht. Die Taverne war ja auch nicht weit weg. Soll ich mal versuchen, auf dem Wildschwein zu reiten? Wenn das nicht klappt, dann überspringen wir die Quest. Not this task again. Ah, we'll be fine. We just need to go slow and take it easy. I am a creature of phenomenal talents, but those are two that escaped me. Der große Schatten hier ist weg. So, wenn es geklärt ist, ist es ja einfach. Aber das Nicht-Springen finde ich schlimm. Also das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Vor allem jetzt auch hier kann ich ja nicht in der Stadt springen. Ich muss also lau. Also man muss wirklich sich auf das Spiel einstellen. Also es ist ein ruhiges... ein... JRPG-typisches Spiel mit Fetch-Quests ist leider so. Muss man mit leben. Oder lassen. So, wo war die Taverne? Weiß das einer noch? Ich glaube hier unten irgendwo, oder? Hier. Oh, wollte sie ansprechen. Hey there. Got a spe- oh, thank you. We should tell the client we delivered the package. Super. Ach so, die hatte das mit dem Drink. Ja, ja, okay. Was hat der da für eine Quest? I could stare at the sea all day and never get bored. Wow, okay. So, you went and caught the fish, did you? Well, since you're so insistent, I suppose I better reveal one of my fishing secrets. Der Schlachtzug des Fischers. Was I being insist? Enough. If you catch 10 sardines, I'll reveal one of my most closely guarded. 10 Sardinen? Okay, versuchen wir es mal. No fish. Shh, you're scaring them away. Oh, I see. Der Fisch ist entkommen. So, versuchen wir es nochmal. 10 Sardinen, sagt er ja. Upsi. Habe ich schon gesagt, dass ich das Angeln hasse in dem Spiel? Ich hasse es generell in Spielen zu angeln. So, sind das Sardinen, die ich hier angeln kann? Eine Dose! Eine Dose. Jetzt ernsthaft, eine Dose. Ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn hier natürlich der Sardinenplatz wäre,
Ich hasse es zu angeln. Ich gehe. Nein. Weg. Einfach nur weg. Ich habe Angst, dass es hier noch eine Quest gibt. Hey there. Well, we have a local special. It's pretty much all anyone. Well, that's terrible. Want me? Would you? I need 10 medicinal herbs, 10 bags of wheat, and 10 sardines. If you can find all that. Also 10 Sardinen, 10 mal Weizen. Okay. Also ich könnte beide Quests miteinander kombinieren. Das heißt, wenn ich 10 Sardinen habe, habe ich schon mal einen Teil davon. So. Weizen, naja. Das ist teuer. Einmal Weizen kostet ja 500. 10 bin ich bei 5000. Dankeschön. Ach, ist das nicht schön, dass der immer auf uns wartet hier, bra. Bing, bing. Au. Jetzt ernsthaft? So. Immer wieder mal einsammeln. So schön. Man ist voll im Zen. Voll im Zen-Mode, ey. Bohnensamen. Arzneikraut. Hier war auch was. Blütendünger. Oh, hier sind noch mehr Missionen. Achso. Which job should I give you first? Some guy in Seafront wants to become a big time trader. Whatever. I wrote down the client's location on your map, so. Was hat sie gemacht? Check's nicht, aber ist okay. Ah, das haben wir. Nicht sie. Der hier war's. Sorry. I know that must have been difficult. Yay! 100 mehr als beim anderen. Oh, sogar ein Erfolg. Dorfhelfer, du hast 10 Aufträge erledigt. Wow. Das ist ja cool. Gegen Giftgras. Aha. Dann habe ich wohl zu viel. Was witzig ist, eben ist an meinem Aufnahmerechner auch der Erfolg aufgeploppt. Also scheinen die Erfolge irgendwie miteinander verknüpft zu sein. Habe mich gerade so ein bisschen gewundert. Was ist das für ein blauer Balken? Ach, Microsoft. Du nicht alles machst. Unser Billy Gates. Ich will nicht wissen, wie lange das zum Laden brauchen würde, wenn es nicht auf einer SSD installiert wäre. I guess there are ancient ruins buried there. It's full of old scrap and other weird stuff that no one understands. To get there, we have to cross the Iron Bridge to the northeast. Popolis says these huge metal crates used to cross that bridge all the time in the old world. Humans certainly were wise back then. I don't know.
If they were so smart, why did we end up like this? Das ist die Frage, die wir versuchen zu klären. So. So, das X markiert den Ort, an den wir müssen. Ausweichmanöver. Da. So. Oh, da ist ein Wölfchen. Oh ne, das ist auch ein Hund. Ist ja noch schlimmer. It's the missing dog. That poor old man's gonna be pretty upset. We should at least give him the proper burial. Hey, wait. I think the dog has something in his mouth. Kräuter. It's some kind of leaf. This is a rather dangerous location for leaf hunting. I wager this decision cost the animal its life. Well, the least we can do is bring it back to the old man. It's too bad about that poor dog. This is gonna be hard for that old timer to deal with. Be they dog or man, no living thing can escape their ultimate fate. That include you, Vice? In truth, I have never considered the question. I suppose at some point in time they may simply wink out of existence. Well, that sounds horrible. Say. Yeah? See here. If I ever find myself departing this Oh, ich habe gerade sein Ding unterbrochen. Quit being morbid, Vice. Besides, you can't die. You're made of paper. One can always hope, I suppose. Sehr viel Arzneimittel. Ich nehme noch eins. So. Eisenerz. Wir haben Eisenerz, Silbererz. Das ist der Junkyard. Also Schrottplatz. Der Junge, der draußen immer herumläuft, hat mir heute eine wunderschöne Blume geschenkt. Oh, kriegt die Kleine sogar schon Blümchen, ja? Hat sie wohl Verehrer. So, aber wir machen eine kurze Pause und kümmern uns um den Schrottplatz in der nächsten Folge und schauen, was es damit auf sich hat und ob wir irgendwann mal
unsere Waffen verbessern können oder neue Shorts bekommen, die nicht so knapp sind, weil ja, ist ein bisschen knapp. Aber naja, mal schauen. Macht zumindest Spaß schon mal. So, ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht. Das könnt ihr mir zeigen, indem ihr einen Daumen hoch da lässt oder einen Kommentar unten da lassen könntet. Reden. Ganz schlimm. Abonnieren nicht vergessen. Das wäre klasse. So, das war's jetzt erstmal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.